So, Freunde der Spiegeltour. Wir spielen heute einfach mal Dismantle, weil ich muss heute was ganz anderes spielen einfach. Ich bin ausgebrannt. Ich brauche irgendwas ganz anderes, Neues. Und ich brauche eine Kamera, die vernünftig mit dem Licht umgehen kann, wenn sie anpasst. Ah, das ist so erschreckend scheiße. Meine Stirn sieht aus, als wenn ich einen Parabolspiegel drauf hätte. So wär's. Richtig. Survival eigentlich, mit RPG-Elementen von der ISO-Perspektive in... Man verlässt den Bunker. Es ist wirklich mein erster Run auch. Ich gehe einfach total schräg rein. Wir starten einfach. Aber es sah ganz gut aus. Wir starten auf meiner Station. We all do what we must just to survive. Just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing's left now. I've no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Ist das eingesprochen mit Google-Übersetzer? Das letzte Wort hat sich echt so angehört. Vor allem sind Emoticon im Text. Man kann alles kaputt machen übrigens, also fast alles, und dadurch Material bekommen. Oh, anscheinend gibt es 10 Campfires. Zerstört alles! Wer braucht schon Stühle? So. Upgrade the Crowbar Tool and break through the obstacles. 2 Scrap Metal finden, 5 Holz. Am Camp das Crowbar upgraden und das Dresser Obstacle. Keine Ahnung, was ein Dresser Obstacle ist. Allerdings hat man am Anfang ein bisschen gespürt. Ach so, der hier. Die Kommode. Es gibt sogar einen Stuhl zu viel hier. Scrap-Fabrik, Scrap-Fabrik. Plant Matter. Für mehr Slots, um Kram zu sammeln. Es scheint auch Nacht zu geben, man kann das Outfit ändern, es wird Headgear geben, Spezial-Items, bis zu 3 Tools und bis zu 5 Trinkets können wir ausrüsten. Ja, und von der Insel fliehen zu können, wäre eigentlich das Ziel. Und wisst ihr, was unsere Gegner sind? Zombies. Wie sollte es anders sein? Traumhaft. Moment, jetzt müsst ihr auch den Tisch zerschlagen können, oder? Ja. Alle guten Spieler haben was mit Inseln zu tun. Total super, dass man mal keinen Baum fällen muss in einem Survival-Spiel. Ja.
Zombies hat's noch nie gegeben im Spiel. Jedenfalls keine Zombies, die dich lieben. Ist übrigens von 10 Tons Games gepublished oder gemacht. Oh, ich sehe gerade. Moment, da ist XP Reward. Du kannst auch die Sträucher zerstören. Um organisches Material zu bekommen. Mal ganz kurz schauen. Beziehungsweise du storst ja dein Material anscheinend dann sofort. Sobald du dich beim Camp hinsetzt. Dann kann ich mich relativ schnell auch meinen Rucksack upgraden. Keramik. Oh, ich hoffe, man kriegt später eine Kettensäge dafür. Und alles orientiert sich anscheinend am Schaden. Ab einem gewissen Schaden kannst du bessere Gegenstände zerschlagen. Mit zu viel Aufwand dafür, dass ich in 5 Minuten sterben werde. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Plastik, Metall und noch mehr anderen Kram. Wo sollen wir als nächstes hin? Es gibt übrigens keine Ausdauer, habe ich gesehen. Moment mal, der Herd. Kann ich mir ihn angucken? Ah, man kann Rezepte finden zum Kochen. Und anscheinend, ja, kannst du Sachen durchsuchen. Kann aber ich zerstöre. Kann ich auch ohne Campen die Sachen storen? Ja. Ach so, Kamera halten. Das ist das erste für den Rucksack. Zu viel. So, dann schlagen wir uns mal hier raus, weil zurzeit gibt es keine weitere Quest. Ich traue mich nicht in die Außenwelt, da sind so viele Zombies überall wahrscheinlich. Was bist du denn? Exhumaner Scrapper. Die Zombies hier scheinen mit Mineralien im Gesicht geboren zu sein. Mittlere Maustaste, um Ziele anzuvisieren.
Moin, Crazy Horse. Weißt du, was mein jetziges Upgrade ist? Ich glaube, jetzt kann ich nämlich die Tasche schon upgraden. Ja. Ein weiterer Slot und ich kann einen mehr einladen. Pro Slot an Materialien. Oh, wenn du campst. Respawn alle. Wie Dark Souls. So, irgendwo im Osten soll eine Evakuierungszone sein. Eine Schleichtaste. Auf jeden Fall haben die so ein Entdecker-Ding über sich drüber. Danke, Shogi, für ein Stufe 1 Abo. Plastik. Oh, ich bin nach Westen übrigens gegangen und nicht nach Osten. Bei der Holzkommune war eine Lupe. Es sind hier überall mal Lupen, um sich Sachen anzugucken. Ich hätte jetzt gern auch Pizza. Nein, hätte ich nicht. Ich habe heute schon genug gegessen. Moment, welche Holzkommode meinst du denn? Da ist eine Lupe am Auto. Ach, die. Nur Schrott drin. Dafür brauche ich ein Schlösserknackding. Wir haben auch Bonusscham, wenn man dir in den Rücken schlägt. Oh mein Gott. Okay, es ist verschlossen, solange ich glaube, Gegner noch in der Nähe sind. Allerdings haben wir eine Karte jetzt freigeschaltet. So, wenn ich am Campfire bin, bekomme ich neue Rezepte, weil ich im Level aufgestiegen bin.
Und anscheinend ist das Gebiet auch ein bisschen größer. Und es gibt auch noch andere Zombies, wie wir schon beim einen Tor gesehen haben. Ach, sollte man sie überhaupt Zombies nennen? Ich denke mal, das Hauptproblem wird nur entstehen, wenn viele von denen da sind. So wie bei den meisten Billig-Zombies. For those of you thinking of building your private underground shelters, I say this. Is that really something that will help your neighbors? Or is it an act of pure selfishness? Something that only a snake would do? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Ich denke mal, kochen wird HP regenerieren. Blatt weg, Holz mit, muss nicht sein. Okay, ich sollte mich wirklich nicht treffen lassen. Das kostet ein Drittel HP, einmal getroffen zu werden. Ausrufezeichen. New Quest Fast Basketball. Level 5 erreichen. Dann kannst du diese Quest machen. Ich werde genug Holz noch finden. Ich glaube, Holz ist kein schwieriges Material. Auf zum Level Up. Ah ne, da oben ist noch ein Campfire. So, einige Basiselemente sind benötigt, um zu überleben. Also eine Karte finden, das haben wir ja schon. Unser Backpack machen und Level Up. Starten wir. Haben wir alles drei schon erfüllt. Dö, Quest complete. Haha, ich bin schon überlegen. Inventor. Seht her, ein Crafting Table. Messer zum Werfen, Cooking Pot. Na, dafür fehlt mir die Erfahrung. Oh, ich muss Materialien sammeln, um Blueprints freizuschalten. Einfach rechtsklick, um das Messer zu werfen, aber ich habe nur 4 Stück davon immer. Ich hoffe, die regenerieren sich, wenn man sie ans Lagerfeuer setzt.
Tomatosuppe. Permanenter Effekt plus 5 maximale Hitpoints. Da haben wir jetzt den Pottkräften. Also es ist nicht so Survival, wie ich mir das gedacht habe eigentlich. Weil ja, man sammelt schon, man nimmt alles auseinander. Und irgendwie, ja, brauchst du das, den ganzen Scheiß ja dann eh. Und ich wünsche mir jetzt schon, dass mein Brecheisen einfach stärker wäre. Hello? Sei ein Hund? Dodge is not home. Wo ist denn... Da wird die Anzahl von Messern erhöht dann. Die Suppe kann ich übrigens nicht machen, weil mir fehlt es an... Ach, wie heißt das? Das wundervolle Zeug. Ich muss diesen Pott erst machen. Ich glaube, es ist einfach schon zu viel gesammelt. Aber es ist halt Early Access. Ich denke mal, es wird sich dann ein bisschen anpassen. Weil ich muss jetzt schon sagen, eigentlich müsste man gefühlstechnisch aus dem Gebiet jetzt schon rauskommen. Aus dem ersten. Kann ich aber nicht, weil noch nicht gut genug. Moment, kann ich hier übrigens... Collection, nicht Map. Wenn du alle Häuser auseinandergenommen hast, bist du Level 99. Ich denke, so schnell geht das nicht. Ich denke, das geht später schneller, wenn du stärkere Zombies tötest. Oder was auch immer es sein soll. Ich denke mal schon, dass es Zombies sein sollen. Aber bis jetzt ist es ganz okay. Zerstör 100 Objekte. Nee, das sind explosive Fässer. Oh, danke, dass du mir jetzt erklärst, dass ich eine Ausweichrolle habe. Ah, ich weiß, warum er es mir jetzt erklärt.
Was ist das? Das ist eine Leiche, wo du deine Sachen wieder einsammeln kannst. Jeder weiß, eine richtige Ausweichrolle geht nur nach hinten. Wäre übrigens ganz schön, wenn man in einer der Hundehütten wirklich einen Hund finden könnte. Braucht das Lockpicking-Ding. Ein Zombie-Hund. Ah, ohne Scheiß, das wird wahrscheinlich wirklich so sein. Irgendwann machst du eine, gehst du zu einer Hundehütte und da ist ein Zombie-Hund drin. Hier ist auch eine Quest theoretisch drin versteckt. Auf mir wachsen nur Pilze. Kannst du nur spucken? Dramatische Musik. Kommst du wieder oder bleibst du da stehen? Gib mir den blauen Orb! Beep, beep, keine Zombies mehr gesehen, jetzt können wir das Tor öffnen. Obwohl im Westen war ja gar kein Gegner. Wo halt auch stand, das geht erst auf, wenn du durch das Tor kommst. Ja, es waren drei normale Zombies auf der anderen Torseite, aber kommst ja gar nicht lang. Transmitter? Juhu! Worum geht's in dem Spiel? Zombie-Apokalypse überleben. Nein, die Insel verlassen.
Woher willst du denn wissen, dass ich auf rote Fässer einschlagen kann und die dann Zeitzünder haben? Du willst mich doch nur verarschen. Wenn ich auf das Fass einfach einschlage, bin ich total am Arsch. Also ich würde nicht mit dem Brecheisen irgendwelche roten Fässer angreifen. Das würde ich damit sagen. Mein Wissen über diese Welt ist gewachsen. Ob du einfach bei jemand anderen Videos guckst, Blattghoul? Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn der Imperator dich für unwürdig erklärt. So, was möchte ich haben? Mehr Hitpoints? Fang an, Pilze zu sammeln. Vogeleier und andere nützliche Ressourcen. Ah ne, ich mache lieber einen weiteren Material-Carry-Slot. Baseball-Cap. Machen wir auch mal den Kochtopf. Dann sollten wir auch schon in der Lage sein, diese Suppe zu machen. Back of Blood. Das Blut muss dazu nicht gefunden werden. Ach, da sind die Trackpoints, dass das hier an der Seite eingeblendet wird. Juhu, ich kann wirklich Tomatensuppe machen. Beep, 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 beep. Und krieg dadurch 5 mehr Hitpoints. Steht ja nicht dran, wie viele Hitpoints ich wirklich habe. Ah, 20 im Moment. Jetzt habe ich 25. Und da sind meine ganzen Bonussachen. Möchte ich mal eben meinen Crowbar noch auf die nächste Stufe bringen, weil das ist nicht unmöglich, Plastik zu finden, so viel. Du bist doof.
bis an eine Holzkiste. Nee, ich brauche mehr Schrott. Bist du stärker geworden, du dreckiges Mistvieh? So, ich bring das nur eben ins Lager. Aber gut, dass man nicht irgendwo Truhen craften muss oder irgend so ein Unsinn. Ah, geh weg! Was 6 Hust Hust. Was möchtest du uns sagen, Phonoid? Ach so. Du hast ein 6 Monats Abo geholt, weil du dich schlecht fühlst und total dreckig, weil bei einem anderen Streamer geguckt hast. Das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Du bist einfach dreckig. Du bist so richtig ein dreckiger Lumpi. Phononid, du hast ja auch das 10-Jahres-Abo geholt direkt. Ich schwöre, ich mach noch so lange. Schrott, juhu. Als ob du das hinbekommst. Warum nicht? Ich bin schon seit fast 10 Jahren dabei. Du hast ja voll kein Vertrauen in mich. Vor allem super, dass der durch das ganze Gebiet gelaufen ist. Aber ganz süß gemacht mit dem Laufweg und mit den eingeblendeten Leuten, die daran arbeiten.
Ach, ich habe irgendwie in letzter Zeit Bock, wirklich selbst mal ein Spiel zu entwickeln. Da muss ich nochmal Holz sammeln dann im Nachgang. Aber ich müsste mich wieder so einarbeiten in Programmierung. Theoretisch müsste ich eine eigene Programmiersprache. Ich müsste mich halt mit der Unity Engine auseinandersetzen. Keine Sorge, wir werden uns alle ersetzen durch KIs. Das Ziel der IT ist eigentlich, Arbeitsplätze zu zerstören. Das ist wie bei Simpsons, wo die Radiomoderatoren mit dem DJ Disc Jockey 9000 oder so ersetzt werden sollen. Schon, also ich glaube, das war eine Folge in der zweiten Staffel oder sowas, schon ewig alt. Wo Bart einen Elefanten will. Anstatt $1000. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Bart bekommt den Elefanten. Natürlich bekommt er den Elefanten. Tja, da ist ein Terminal, da muss ich wohl irgendwie außen rum in das Hauptding reinkommen, da unten. Da oben ist so ein dämlicher Giftsprenger. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde eher Holz finden. Also beziehungsweise in der Ecke bedeutend mehr Holz finden. Oh, Tiere. Nimm das Tier. Daraus kann ich bestimmt auch Essen kochen dann. Das Öffnen dieser Planquadrate erinnert mich irgendwie voll an ein Zombie-Brettspiel. Ah, Zombies? Ah nee, das war A-Monsters damals. Komische Steinformationen. Wann ist wieder Trolltime? Heute wahrscheinlich nicht. Das da unten sieht aus wie Zombiehunde. Ah, nein! Geh weg! Ich will zurück in meine sichere Gegend.
meiner sicheren Gegend gab es wenigstens noch ein bisschen Holz. Du hast gelogen mit den Fässern. Oh, doch nicht. Könnte ich nur einen Blutbeutel brauchen. War nur ein Campfire. Das ist ja hier. Und hier stehen auch noch so ein Haufen Tonnen rum. Nee, ich koche hier nicht auf gut Glück irgendwas zusammen. Tut mir leid, ich habe gesagt, du hast gelogen, aber du hast gar nicht gelogen. Hast du mal Glück gehabt. Da unten ist irgendwie so eine zeitlich begrenzte Kiste. Die da, aber da muss ich irgendwie von unten kommen. Ja, ich hab gesagt, von unten kommen. Scheiße. Und voll bin ich auch. Moment. Den Kram mitnehmen. Das Zeug hier. Na, vielleicht kann man später ja doch einen Baum fällen. Aber dann ist es erst zum Ende so. Natürlich wie immer gesoffen. Weißt du, dass ich das Ganze hier nur noch Hacke voll ertragen kann? Man kann 98% der Umgebung zerstören. Also, das Spiel heißt ja auch. Also, Dismantle ist doch irgendwas mit zerstören oder auseinandernehmen, heißt, glaube ich, Dismantle. Vielleicht kannst du ja irgendwann die Wände sogar abtragen. Danke, Rengarox, für dein Twitch Prime Abonnement. Aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Moment, ich wollte ein Upgrade. Da fehlen mir ja immer noch die zwei Holz.
Muss da noch irgendwas Hölzernes sein. Womit Jordi Power noch keinen Sex hatte. Bei Zelda wäre die Waffe auch schon zigmal wirklich kaputt gewesen.